Was geht ab, liebe Freunde? Kommen wir wieder zu einem neuen wichtigen Video. Narzissten enden immer miserabel. Das ist jetzt das Thema. Und zwar habe ich letztens einen Kommentar gesehen von wegen irgendwie so, ich weiß nicht mehr bei welchem Video das war, ist jetzt schon länger her, ein paar Wochen, oder 1, 2 Wochen ist das her, habe ich so einen Kommentar gesehen, ja, ich denke, Narzissten haben ein leichteres Leben, weil sie andere fertig machen und bla bla bla. Das irgendwie so die Message war irgendwie so von wegen, dass Narzissten ein leichteres Leben haben, weil sie ja andere ausnutzen können, andere fertig machen können und weil sie das alles so tun, leben die ja viel leichter. So, und ich bin hier, um dir zu sagen, das ist ein Irrtum, das ist ein Irrglaube, was viele haben. Auch wenn die so kommen, oh ja, mir geht's so gut und ich bin so happy und bla 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 bla. Und mir geht's so fantastisch und die flexen da die ganze Zeit, wie toll es denen geht. Glaub mir, Narzissten können nicht alleine sein, können nicht mit sich selbst sein, haben immer ein negatives Selbstgespräch mit sich selbst, negative Self-Talk. Ja, die machen sich immer ständig selbst runter. Ja, die denken immer, dass sie nicht gut genug sind. Ständig. Deswegen werden Narzissten miserabel enden. Narzissten enden immer miserabel. Narzissten enden immer miserabel. Immer. Und wenn du denkst so, ja, aber der hat doch jetzt eine neue Freundin, sie hat doch jetzt einen neuen Freund und die sind so happy und dies und das und glaub mir trotzdem, trotz all dem, ja, Narzissten können nicht happy sein. Die können nicht glücklich sein. Die wissen nicht, was Glück ist. Die wissen nicht, was glücklich sein ist. Das ist nicht in denen ihrer Welt. Das existiert bei denen nicht. Egal wie viel materielle Besitztümer, egal wie viele Menschen um sie herum sind, egal wie viel Source of Supplies die haben, die sind nie erfüllt genug. Die sind nie zufrieden. Und deswegen, Narzissten werden immer miserabel enden. Am Ende, die meisten, nicht alle Narzissten, aber die meisten Narzissten enden alleine. Alleine, miserabel und alleine. Keiner will mehr was mit denen zu tun haben. So, alle wissen jetzt, was das für ein Mensch ist. Ja, und keiner will jetzt mehr sich mit denen irgendwie treffen oder sonst irgendwas. Und keiner kümmert sich jetzt mehr um die. Jetzt ist deine Oma irgendwie so ganz alleine oder sowas, beispielsweise. Oder dein Opa oder wer auch immer das ist. Ja, und du siehst das. Narzissten enden immer miserabel. Immer. Narzissten sind selbstzerstörerisch. Die haben so ein selbstzerstörerisches Verhalten, was die an den Tag bringen. Ja. Wie wir es auch hier oft besprechen, so von wegen, anstatt dass sie sich mal verändern und an sich mal arbeiten, um die Beziehung am Laufen halten zu können, damit sie dich behalten können, verändern die nichts, bleiben so, wie die sind, ja, weil die ja perfekt sind. Narzissten denken ja trotzdem, dass sie die Besten sind und perfekt sind. Hört sich jetzt sehr paradox an. Aber es sind sehr paradoxe Menschen. Einerseits, sie denken, die sind die Allerbesten. Ihr fragiles Ego sagt ihnen das. Andererseits machen sie sich die ganze Zeit fertig. Deswegen müssen sie sich ja die ganze Zeit auch einreden, dass sie die Allerbesten sind, dass keiner besser ist und bla bla. Und trotzdem haben sie immer diesen negativen Self-Talk. Das ist immer so, die haben diese starken inneren Dämonen, ja, die sie ja auch, wie du dann auch wesentlich sehen kannst, gerne an anderen auslassen und an dir auslassen, diese inneren Dämonen. Du merkst einfach, wie hart diese Menschen am Kämpfen sind gegen sich selbst. Du merkst das einfach, wie hart die am Kämpfen sind gegen sich selbst. Die hassen sich selbst so sehr und sowas. Gehen nicht mit Respekt mit sich selbst um. All das, ja, du siehst einfach komplett, ja. Komplettes Verhalten spiegelt einfach ein Problemmensch, ja. Der sowas von unzufrieden ist. Das zeigt das einfach. Ein Mensch,
Mit vielen Problemen, vielen Komplexen, vielen Unsicherheiten, der nicht klarkommt. Die kommen nicht alleine klar. Du musst dir klar machen, Narzissten kommen nicht alleine klar. Du kommst vielleicht alleine klar, du kommst vielleicht ohne Mensch klar. Du brauchst keinen. Aber diese Menschen sind ständig angewiesen auf Menschen. Und wie soll ein Mensch, der angewiesen ist auf andere Menschen, wie soll so ein Mensch happy werden? Wie soll das gehen, wenn du immer angewiesen, süchtig nach anderen Menschen bist? Wie soll das gehen, wenn du so eine Menschensucht hast? Du kannst nicht ohne Menschen. Du kannst nicht alleine sein. Wie soll so ein Mensch jemals irgendwie glücklich werden, wenn du nicht alleine glücklich sein kannst? Denn die Beziehung zu dir selbst ist die allerwichtigste. Und bei Narzissten sieht man, dass sie einfach absolut keine gesunde und gute Beziehung zu sich selbst haben. Deswegen enden Narzissten immer miserabel. Immer. Und wie gesagt, egal was sie dir sagen, wie oft sie zu dir kommen, oh ja, mir geht's so toll und bla bla. Ihr seid jetzt vielleicht nicht mehr befreundet und so, du siehst diesen Ex-Kollegen immer auf dem Weg zur Arbeit und er erzählt dir, wie toll es dem geht und du weißt halt ganz genau, es ist ja nur so, weil du nicht mehr in seinem Leben da bist. Und er muss jetzt immer flexen. Immer wenn er dich sieht, oh, mir geht's so toll, mir geht's so wunderbar, ich habe so einen tollen Job, bla bla bla. Und du weißt eigentlich ganz genau, früher hat er sich immer über diesen Job beschwert. Deswegen glaubt denen ihre Lügen nicht. Ich mache nur Beispiele hier. Ja, kommt immer auf eure Situation an. Aber glaubt denen ihre Lügen nicht. Die werden immer, 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 immer und immer wieder miserabel enden. Die enden einfach immer miserabel. Narzissten enden immer miserabel. Immer. Immer. Deswegen. Und die sind halt mega gute Schauspieler. Die können mega, 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 mega mäßig gut schauspielen. Dass es so aussieht, wie als wäre alles tutti, wie als wäre alles in Ordnung, wie als wäre alles perfekt, ja. Die lassen alles so gut aussehen. Aber hinter den Kulissen geht so viel Drama ab und so viel Bullshit ab. Davon weißt du ja natürlich nichts. Das sagen sie dir natürlich nicht. Deswegen glaubt denen ihre Lügen nicht. Es sind einfach chronische Lügner. Es sind einfach chronische Lügner. Ich denke auch oftmals, die haben dieses Münchhausen-Syndrom. Ist das Münchhausen-Syndrom, einfach so chronischer Lügner zu sein? Oder ist das, wenn man sich verliebt in den jemanden, der dich entführt hat? Wie hieß das nochmal? Wenn man so sich verliebt in seinen Entführer, heißt das Münchhausen-Syndrom? Oder ist das, wenn man immer lügt? Ich glaube, das war aber Münchhausen-Syndrom ist, glaube ich, immer. Wenn man lügen muss, man kann nicht anders als zu lügen. Das andere hat irgendeinen anderen Namen, glaube ich. Schreibt es in die Kommentare. I don't care. Aber ja, die haben auf jeden Fall das. Die haben auf jeden Fall das. Das sind chronische Lügner. Die müssen immer lügen, lügen, lügen. Ihr ganze. Ich hau hier gerade so viele Fakten raus. Ich zerstöre gerade die Narzissten so sehr. Und fühle mich selbst sogar schlecht deswegen. Weil, wie gesagt, ich will ja keinen fertig machen, aber es ist leider die Wahrheit. Es ist leider die Wahrheit. Wie soll so ein Mensch jemals glücklich sein? So wie kann? Die können absolut nicht mit sich selbst im Reinen sein, brauchen ständig andere, brauchen dich mehr als du sie brauchst. Was wollte ich gerade noch sagen? Du kannst die nicht zufriedenstellen. Mit nix. Mit nix. Die sind nie zufrieden, die sind nie glücklich. Ja, die sind nie satt. Ja, deswegen, Narzissten enden immer miserabel. Immer. Immer. Glaub ihre Lügen nicht. Egal, was sie dir verkaufen, was sie dir sagen oder sonst irgendwas, die enden immer miserabel. Immer. Weil wer will was mit einem Narzissten zu tun haben? Wer will was mit so einem Menschen zu tun haben? Wer will Zeit verbringen mit so einem Menschen, der die ganze Zeit so negativ ist, so abgefuckt ist? Weil mit dem Alter, die werden einfach nur noch lächerlicher. Die
Mit dem Alter wird der Narzisst nur noch lächerlicher. Wird der Narzisst nur noch so schwächer und die Manipulationstaktiken sind nicht mehr so gut. Das Gaslighting ist nicht mehr so gut. Die sehen nicht mehr so gut aus. Die werden einfach nur noch miserabler und miserabler. Nur noch mehr verbittert. Die werden alt und verbittert. Narzissten werden alt und verbittert. Und das ist Fakt. Damit beende ich jetzt das Video. Ich wollte eigentlich noch was sagen, aber ich habe mich selbst quasi so rausgeboxt. Ich hätte es einfach sagen sollen. Egal, hab's jetzt vergessen, was ich sagen wollte, aber ich denke, ich hab's einfach perfekt auf den Punkt gebracht. Wenn ich noch irgendwas vergessen habe und sowas, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich noch irgendeinen Punkt vergessen habe oder sonst was. Wenn ihr denkt, oh, das hier ist noch wichtig, das hier ist noch wichtig, schreibt es gerne in die Kommentare. Wer weiß, vielleicht werde ich auch deswegen dann wie jetzt ein extra Video machen. Nee, weil deswegen, die Narzissten, die werden mit dem Alter immer toxischer und immer mehr verbittert und verbittert und verbittert. So, du siehst doch diese beispielsweise jetzt, diese alten Omis, die immer am Fenster sind und immer so mürrisch so rausgucken, was geht da draußen ab? Beispielsweise. Ja, alt und grau, keiner macht mehr was mit denen, die sind komplett alleine. Beispielsweise, ja, die alte Opis, wo da rumlaufen und nur noch da rumschimpfen und was weiß ich alles. Du siehst es doch. Du siehst es doch in der Welt. Ja, beispielsweise, weil das sind definitiv, wenn es nicht so full-blown Narzissten sind, ja, dann haben die auf jeden Fall starke narzisstische Züge. Das habe ich auf jeden Fall auch sehr oft erlebt. Die Erlebnisse habe ich sehr oft gemacht. Ob jetzt privat und ich kannte diese Leute tatsächlich oder privat, und ich kenne die Leute nicht, aber ich sehe das so. Ich sehe da so eine alte Oma und die erzählt da irgendwas und man hört dazu: Ja, meine Kinder haben mich verlassen, keiner will mehr was mit mir zu tun haben. Wie oft hast du sowas vielleicht mal gesehen, dass du so einen Menschen da siehst, irgendwo in der Stadt, schreit nur darum. So, vielleicht hast du sowas mal erlebt. Schreib es in die Kommentare. Hast du das mal gesehen? So einen alten Menschen, so richtig alt und verbitterten Menschen, der einfach so alle fertig macht und nur noch so richtig abgefuckt ist, das sind meistens diese Menschen. Das sind meistens diese Menschen, die dann an der Flasche hängen, ja, irgendwo nur noch am Trinken sind und sowas beispielsweise, nur noch am Zigarettenrauchen sind, am Trinken sind, all das. So, ja, ich denke, ich beende es jetzt hier für Coachings. Guck mal in die Videobeschreibung oder in die Kanalbeschreibung. Dort sind alle Links verteilt. Wenn ihr ein Coaching brauchen solltet, mit mir ein persönliches Coaching-Call, ja. Geht immer so eine Stunde. Ja, könnt ihr auch länger buchen, wenn du jetzt sagst, ey, ich brauche jetzt aber 2 Stunden. Dann machen wir halt 2 Stunden, musst halt einfach nur das Doppelte buchen. Geht alles, ja. Das ist alles nur Sache, des Absprechens. Weil man weiß ja nie, wie groß dein Problem ist und du hast keinen zum Sprechen. Und was ist, ich habe da manchmal Leute, das ist echt crazy. Die erzählen mir dann Zeugs und ich denke mir, das kann keiner verstehen. Das sieht keiner. Deswegen ist schon hart, wenn dich so keiner verstehen kann. Wenn du so was erlebst und du bist so unter narzisstischem Missbrauch und du fällst immer wieder drauf rein, weil dieser Mensch so kommt und lullt dich so ein, ich liebe einfach das Wort so einlullen, weil das am besten beschreibt. Die flexen dann so, oh, mir geht's so gut, und du denkst jetzt, oh, wie kann dieser Mensch mich so einfach verlassen? Wie kann dieser Mensch einfach so ohne mich weitermachen? Bla 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 bla. Merkt ihr mal das Gefühl, deswegen sage ich so oft, das Beste ist, die beste Revanche gegen Narzissten ist Erfolg und einfach so weitermachen, nicht mehr an die denken. Merkt ihr das Gefühl, wie du dich fühlst, wenn du merkst, dass es denen besser ohne dich geht? Merk dir das Gefühl für später, denn das brauchst du jetzt. Du nimmst dieses Gefühl, dieses schlechte Gefühl, was du hast, nimmst das, packst das in dich selbst rein, wirst selbst erfolgreich und später werden die das über dich fühlen. Weil dann so viel, oh fuck, nein, ich habe den verloren. Genau das, was du jetzt fühlst, oh nein, warum fühlt der sich besser ohne mich und sowas, warum geht es dem so viel besser ohne mich, wie kann der nur einfach so weitermachen? Das Gleiche werden die dann über dich denken, wenn du dann an demselben Punkt bist, aber du machst es for real. Die labern nur, um dich einzulullen, um dich schwach zu machen, damit du wieder ein Teil von denen wirst. Die labern nur, wie viel besser es denen jetzt geht.
Du machst es for real. Du machst es echt. Und irgendwann, die stehen dann da, fuck, die Explose. Wie oft hatte ich solche Erfahrungen? Deswegen im Endeffekt, die enden immer miserabel. Peace.